Ja, Tag, hier ist musikmachen.de, ich bin der Ralf und das hier ist der Friedman Steve Stevens Signature Verstärker. Jo, Steve Stevens hatte die größten Hits mit Billy Idol auch schon vor nur mal 30 Jahren. Und erst jetzt gibt es zum ersten Mal ein Signature-Amp von ihm und der wird von Dave Friedman gebaut. Der wiederum hat schon vor 25 Jahren Marshall-Amps getuned und auch repariert und dann auch eigene auf den Markt gebracht. Und das ist jetzt hier dieser, das ist ein 100 Watt Top-Teil, zweikanalig, und ich zeige mal eben hier, was alles zu regeln ist. Hier steckt man es gerade rein, dann kommt die Klangregelung für den Clean-Kanal, Bass mit einem Treble, dann gibt es hier das Volumen vom Clean-Kanal und dann sind wir auch schon im Overdrive-Kanal mit Gain, dann gibt es ein Master-Volumen, dann kommt die Klangregelung für den Overdrive-Kanal und ein Presence-Regler, der für beide Kanäle ist. Hier unten gibt es dann noch diese beiden Switches. Dieser hier regelt dreistufig die Brightness und hier unten kann man jetzt zwischen Clean, dann im anderen Kanal, der nennt sich Steve Stevens, und dann gibt es noch hier Steve Stevens Plus, und was das alles macht, zeige ich gleich. Das lässt sich übrigens auch alles mit mitgelieferten Fußschalter umschalten, und jetzt hören wir mal ein bisschen was. Was fällt auf? Also das ist jetzt schon mit sehr viel Durchsetzungskraft alles hier im Clean-Kanal. Also da ist man bestimmt immer gut zu hören, wenn man das in der Band spielt. Nicht zu viele Mitten, also auch hier mit Humbuckern sind die Konturen noch gut zu erkennen. Ich gehe mal jetzt auf die Single-Coil-Gitarre, die dann natürlich ein bisschen dünner klingt, schlanker. So. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber setzt sich bestimmt super durch und es ist eigentlich alles da, was man braucht. Und es fängt dann so, wenn man jetzt hier am Clean-Volumen aufdreht, so ungefähr auf der Hälfte an, dann auch in den Overdrive umzukippen, und das macht das ganz schön subtil. So, und jetzt habe ich mal in den Overdrive-Kanal geschaltet und hören wir da mal kurz rein. Also der packt auch richtig gut zu, dieser Kanal, und ist natürlich auch gnadenlos. Also wenn man da nicht hundertprozentig sauber spielt, bekommt man das von dem Amp schon zu spüren. Da muss man also ganz gut aufpassen. Aber das ist eigentlich ja das, was man von dem Amp möchte, dass der sehr ausdrucksstark ist und genau das wiedergibt, was man eigentlich auch reingibt. Ich bin jetzt hier beim Gain übrigens auf der Stufe 3. Bis 10 geht's. Ich drehe mal ein bisschen weiter. Also mir gefällt das eigentlich so mit wenig Gain eigentlich noch fast mit am besten. Und da hört man dann auch schon, dass da ein Marshall Plexi das Vorbild war. Und wem das alles noch nicht genug Gain ist, der kann jetzt ja hier natürlich noch auf Steve Stevens Plus umschalten. Und dann passiert Folgendes. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr Gain und der ist jetzt auch wieder ein bisschen einfacher zu spielen. Er ist nicht ganz so resolut wie der andere. Also die Sounds, die sind wirklich alle vom Feinsten. Was ich noch sagen möchte ist, wenn man jetzt, ich gehe nochmal auf den normalen Overdrive-Kanal, was sehr schön ist, ist wie die Töne zum Beispiel auch ausklingen. Also bleibt
jedes Detail schön erhalten. Und was auch toll ist, ist, wenn man den Pot hier am Gitarrenvolumen hier zudreht, haben wir nicht nur weniger Verzerrung, sondern auch weniger Mitten. Also das ist für ein ausdrucksstarkes Spiel wirklich ganz, ganz erste Klasse. 3.500 Euro ist da aufgerufen für den Amp. Das ist natürlich erstmal eine Ansage, aber wenn man sich dann mal anguckt, wie perfekt der verarbeitet ist und was man da für Sounds kriegt, die auch alle sehr vielfältig sind, dann ist das alles schon gar nicht mehr so schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist wirklich angemessen. Und in der Qualität mit den Sounds ist der, glaube ich, im Moment auch allein auf weiter Flur. Da gibt es, glaube ich, nicht viel Konkurrenz. Was man natürlich noch sagen muss, den muss man eigentlich laut spielen und das muss man sich halt gut überlegen, ob man so eine Umgebung hat, dass man da auch ein bisschen aufdrehen kann. Ansonsten wirklich absolutes High-End-Produkt und macht eine Menge Spaß. Das war es schon wieder von mir. Das war musikmachen.de. Ich bin der Ralf. Wir sehen uns ein andermal. Macht's gut. Bis später. Ciao. We'll be right back.